Sechs Frauen, sechs Fraktionen und ein Appell. In Tirol gibt es 279 Gemeinden. Darunter gibt es 24 Bürgermeister, die Josef heißen, aber nur 17 Frauen. Das hat Auswirkungen auf die Machtverteilung bei Entscheidungen im Gemeinderat, welche Interessen und welche Bedürfnisse auf Gemeindeebene zur Sprache kommen. In der Gemeindepolitik können wir Frauen ganz konkret das Leben von Frauen, von Familien, von Menschen besser machen. Ein Beispiel sieht man hinter mir, leistbares Wohnen, das aber hochqualitativ ist und dann auch noch Kinderbetreuungsplätze mitdenkt. Da haben wir ganz aktiv in der Politik eine Mehrheitsentscheidung bewirkt. Hinter diesem Bau entsteht eine dreigruppige Kinderkrippe, die ganztägig, ganzjährig und leistbar eben zur Verfügung steht. Und so, glaube ich, können wir, wenn wir den Schritt wagen, in die Politik gehen, echt den qualitativen Unterschied für Frauen in unserer Gemeinde erreichen. Also macht es! Ich bin nun schon seit über 20 Jahren im Innsbrucker Gemeinderat tätig. Meine Kernkompetenzen sind Soziales und Wirtschaft. In diesen Bereichen durfte ich für die Innsbruckerinnen und Innsbrucker schon sehr viel erreichen. Gerade jetzt in der Corona-Zeit brauchen die Unternehmerinnen und Unternehmer sowie unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger noch mehr Unterstützung. Was mich vor allem sehr freut, dass es immer mehr Unternehmerinnen bei uns gibt und für die setze ich mich natürlich sehr gerne auch weiterhin ein. Ich würde mir wünschen, mehr Frauenpower in den Tiroler Gemeindestuben. Ich bin letztes Jahr Mama geworden und derzeit in Karenz. Es hat mich positiv überrascht, dass meine Arbeit als Gemeinderätin sich vorher mit meinem Vollzeitjob und jetzt als Mama so gut vereinbaren lässt. Seit ich meinen Sohn habe, ist es mir besonders wichtig, dass ich mich in die zukünftige Entwicklung unserer Stadt einbringen kann. Wir Frauen haben andere Sichtweisen und andere Lösungsvorschläge, sei es in Sachen Sicherheit, Kinderbetreuung oder in der Stadtteilentwicklung. Oft sind es auch die kleinen Anliegen, die es umzusetzen gilt. Eben einen Erhalt von einem Spielplatz, Hundewiesen auszubauen oder Barrierefreiheit mit einer Bodenmarkierung sichtbar zu machen. Es ist sehr wertvoll, dass wir Frauen uns in den Gemeinden engagieren. Eine Frau zu sein oder zur junge Frau zu sein, ist kein Hindernis, in die Politik zu gehen. Im Gegenteil. Ich habe vor 3 Jahren mit 21 eine Chance bekommen, jüngste Gemeinderätin für Innsbruck zu werden, von der ich wahnsinnig profitiert habe. Für mich besonders wertvoll ist die Erfahrung, sich in ganz Europa mit anderen Mandatarinnen auszutauschen. Man hat nämlich die Chance, voneinander zu lernen und zu versuchen, gemeinsam etwas Positives zu bewegen. Und da kommt man auch sehr schnell drauf, dass es nie Situationen gibt, in der man allein ist. Für mich ist es kein Widerspruch, stark zu sein und empathisch zu sein. Überlegt, Entscheidungen zu treffen, obwohl man jung ist. Also wenn ihr die Chance bekommt, euch in der Kommunalpolitik zu engagieren, dann nutzt sie. Mein Name ist Marcella Duftner und ich bin seit 9 Jahren Gemeinderätin in Innsbruck. Unter anderem bin ich auch stellvertretende Vorsitzende des Ausschusses für Stadtentwicklung, Wohnbau und Projekte, der in anderen Gemeinden einfach oft Bauausschuss heißt. Dieser ist häufig fast nur von Männern besetzt. Wenn ich heute durch die Stadt gehe, dann sehe ich überall die Diskussionen und die Entscheidungen, um die wir im Ausschuss gerungen haben, materialisiert. Es macht einfach Spaß. Frauen sind mehr als die Hälfte der Bevölkerung. Sie sind die besten Expertinnen dafür, wie sie die öffentlichen Räume nutzen wollen und welche Angebote es für sie braucht. Und dementsprechend sollten sie auch an den Entscheidungen beteiligt sein. Mein Name ist Dagmar Klingler-Neveseli. Ich bin Volksschuldirektorin und Gemeinderätin in Innsbruck. Da lassen sich Beruf und Politik besonders gut vereinbaren, weil ich im Gemeinderat mitbestimmen kann, was für unsere Kinder in der Bildung und der Betreuung am besten ist. Zu wenig digitale Ausstattung, der Turnsaal zu klein, die Betreuung zu kurz, kein Schularzt oder der Schulweg zu unsicher. Das gehört geändert. Da braucht's Frauenpower. Wussten Sie, dass EU-weit der Frauenanteil in der Gemeindepolitik bei 34,1% liegt? Dass der Durchschnitt in Österreich nur bei 24% liegt? Und in Tirol? Tirol ist Schlusslicht mit 20%. Und wie ist es in Ihrer Gemeinde? Macht teilen, das ist gerecht.